Heute im Move Monday der Misdirection Step. Der Misdirection Step ist ein Fake, also eine Täuschung mit dem Fuß. Ja, das ist ein Step, also ein Schritt, der den Gegner in die andere Richtung lenkt und so ein bisschen verlädt. Aber wie ihr wisst, von allen anderen Move Mondays ist es nicht nur eine Sache, also nicht nur der Fuß, sondern mein komplettes Momentum, mein Schwerpunkt und vor allem auch der Kopf und der Blick, die meinen Gegner hoffentlich in die falsche Richtung gehen lassen und ich kann entweder mir Platz kreieren für den Jump Shot oder durchgehen für den Layup. Das A und O, um den Move wieder gut zu performen, ist erneut die Fähigkeit, den Ball zu halten, den Ball zu führen. Das, was ich seit Tag 1 predige. Das heißt, nicht nur den Ball kurz berühren, lang in der Luft lassen, das entspricht keiner Kontrolle, sondern hart dribbeln und dem Ball lange nachgeben, damit die Füße arbeiten können. In dem Fall macht ihr 1, 2, 3, lange halten, Misdirection Step in die eine Richtung, während der Ball hier in der Hand ist, ohne die Hand unterm Ball zu haben. Oberkörperschwerpunkt und Blick gehen in die Richtung, wo ich den Step mache. Fuß wieder zurück, 3 Crossover vor dem Körper, 3 Handwechsel, 1, 2, 3, Step in die andere Richtung, 1, 2, 3, Step, 1, 2, 3, Step. Wie tanzen. 3, Step, 1, 2, 3, Step, 1, 2, 3, Step, 1, 2, 3, Ball halten, Step. Ihr habt die Grundlage gut drauf, 1, 2, 3, der Ball haltet ihr, zieht den vielleicht ein bisschen sogar an die Pocket dran, Step, und dann ist der nächste Schritt, das Ganze zum Korb zu tragen, sieht so aus. Das heißt, ihr stellt euch oben an die Dreierlinie, dieselbe Übung wie eben, 3 Crossover, 1, 2, 3, Ball halten, ein bisschen an den Körper ziehen. Die Füße müssen jetzt schnell arbeiten, sonst haltet ihr den Ball zu lange. Aber es sollte bei schnellen Füßen und einer guten Ballkontrolle auf jeden Fall genug Zeit drin sein. Kleiner Step, ein Dribbling, ungefähr Höhe Freiwurflinie, den Jumpshot suchen. Mit genug Übung habt ihr jetzt eine Grundlage für den Misdirection Step nach dem Handwechsel vor dem Körper. Natürlich könnt ihr das variieren. Durch die Beine geht auch und natürlich auch behind the back, hier, Step, go. Damit müsst ihr ein bisschen spielen, probiert es mal im One-on-One und später auch im richtigen Game umzusetzen. Das heißt, heute Move Monday, der Misdirection Step. Ich zeige euch noch ein paar Optionen und wie ich damit spiele, dann seid ihr dran. Let's go.